kann das sicher. Jawohl! Alter, was geht denn hier ab mit euch? Unfassbar! Volle Hütte, Festsaal Kreuzberg! Und zack, huch, da bin ich auch schon wieder, Mann! Wow, hier steht was Besonderes, besondere Situation, erfordert besondere Maßnahmen. Letztes Jahr, habt ihr ja mitbekommen, Trennung, wie ist das, hier getrennte Wege, Respekt, bla bla bla. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich jetzt hier in diesem Rahmen meinen Abschied quasi zelebrieren darf, vor voller Hütte mit so einem Match, Alter. Yeah! Wirklich, Alter, weil das Ding ist, ja, richtig, richtig, alle gesagt, das Ding ist, ich möchte erstmal wirklich gleich den Lärm überhaupt hören für die Leute, die das hier nicht nur heute bis jetzt möglich gemacht haben, Mayhem fünfmal, Fucker, Alter, alle Rapper, die bisher angetreten sind, das ganze Team hier, alle Helping Hands, und zwar auch nicht nur für heute Abend, das ganze Entertainment seit Jahren dargeboten von den Jungs um und um. Jolly J und 1-2! Deshalb, Festsaal Kreuzberg, ihr wisst genau, was jetzt hier gehauen und gestochen ist. Nämlich nicht weniger als das fucking gehypteste Match der Battle-Rap-History, unserer History, safe, Alter. Und jetzt müssen die Jungs abliefern des Grauens, weil die Erwartungen sind. Neues, Alter. Das Ding ist, ich kündige diesen Künstler hier auf meiner Seite zuerst an. Er ist hier derjenige, der diesen Festsaal Kreuzberg schon zweimal komplett zerlegt hat. Der letzte Titelträger dieses Formats, gestartet auf dem geilen Format. Du und deine Lines! Ja! Richtig! Er steht hier, er hat seinen Gürtel niedergelegt. Aber er wurde nie geschlagen. Er hat Meilensteine abgeliefert. Und er wird hier heute richtig einen raushauen. Macht Lärm für mich! Und ihr wisst auch alle, Berlin, wer ihm gegenübersteht. The most viewed. Alright, Mister, ihr wisst selber und so. Einfach nur geil, dass er hier steht. Alles abgerissen. Monsterrelevanz. Aber ein kleines Puzzleteil hat vielleicht noch gefehlt. Und zwar dieser Festsaal Kreuzberg. Jawohl. Diese Kulisse. Ja, Mann. Und ich könnte jetzt hier pathetisch sagen, er ist in die Höhle des Löwen gekommen. Aber hier waren 80% der Tickets in 24 Stunden ausverkauft. War bestimmt der ein oder andere Samurai dabei, würde ich sagen. Dicker, Relevanz, Leistung, ihr wisst alles, was geht. Macht Lärm für Sinn! Ich glaube, viele von euch wissen nicht, dass euer Ex-Titelträger hier auch ein stolzer Hundepapa ist. Letztens saß ich nach einer Gassi-Runde mit einer kühlen Sprite in der Küche, weil mich der Geschmack von Limonade so wunderschön erfrischt,
sah zu meinem Wauwau und seinem Napf mit fadem Leitungswasser und merkte, wie unglücklich er ist. Das fand ich ungerecht und ich machte mich im Fachhandel mal schlau und entdeckte die neue Hundelimonade von Bello Fresh. Süffig, lecker, wow. Seitdem gieße ich ihm die sprudelnde Belohnung zweimal täglich in den Napf. Und wer auch findet, das ist ein Produkt, auf das die Welt gewartet hat, der bekommt bei happywuff.de mit dem Gutscheincode Cynic ist ein geldgeiler Info. Battle-Geschichte, was geht? Das fand ich ungerecht und ich machte mich im Fachhandel mal schlau und entdeckte die neue Hundelimonade von Bello Fresh. Süffig, lecker, wow. Seitdem gieße ich ihm die sprudelnde Belohnung zweimal täglich in den Napf. Und wer auch findet, dass es ein Produkt, auf das die Welt gewartet hat, der bekommt bei happywuff.de mit dem Gutscheincode Cynic ist ein geldgeiler Influencer-Lappen jetzt 10% Rabatt. Der kriegt heute deutlich mehr Gage als ich. Jamie meinte, ich soll mich nicht aufregen. Da besteht unser Twitch-Mogul beim Booking nun mal drauf. Da dachte ich mir, mach ich's wie du auf Instagram und fülle die Differenz zwischen unseren Gagen einfach mit Produktplatzierung auf. Battle wird zwar komisch, aber glaub mal, Auftragslage richtig gut. Wie war das nochmal, Samuel? Ich glaub, das nennt man Business Move. Aber ey, ist ja okay. Du hast ja jetzt auch eine Familie zu ernähren. Und andere Eltern nehmen ihre weinenden Kinder in den Arm, wenn sie sich mit den Nachbarkiddies um die Spielsachen streiten. Cynic sagt ihnen, sie sollen an ihrer Defense arbeiten. Pokerface. Finde ich zwar ein bisschen peinlich, aber wenn du doch mal witzig bist, spiele ich dir heute nichts vor. Denn ich brauche keine Defense, Digga. Das hier wird ein Spiel auf ein Tor. Yeah. Leute sagen, es sei bestimmt voll leicht, gegen Cynic zu schreiben. Aber so ganz ist das nicht richtig. Für jeden Rapper mit ein bisschen Anspruch ist das knifflig. Digga, bei deinem letzten Battle haben sich vier schwitzende Jungs an einem Auto festgehalten. Als Angriffsfläche fast so offensichtlich. Ich hab's geschafft, für diese Szene mit jedem Battle einen neuen Fixpunkt zu setzen, während du bei fast allen deiner letzten Battles restlos enttäuscht hast. Das heißt, um meinem Anspruch zu genügen, muss ich mich schon strecken und du musst aufpassen, dass du nicht über die Messlatte stolperst. Cynic Rapper bumsen können wir beide. Aber meine Lines setzen sich danach nackt auf den Balkon und nicken der Omi zu, die am Fenster gegenüber an ihrer Porzellantasse liegt. Deine Lines bestellen sich danach Pizza und geben dem Lieferando-Typen als Trinkgeld eine Autogrammkarte mit. Mein heutiger Gegner ist ein Typ, der auf so niedliche Art von sich selbst geblendet ist, dass es einen wahrlich erdrückt. Ein Mann, der, wenn ihn Mel Beats als intellektuellen Battle-Rapper bezeichnet, voll entgegnet und nachdenklich nickt. Dem seine Frau jeden Abend ein Du bist relevant ins Ohr. flüstern muss, bevor sie ihn vor dem Schlafengehen küsst. Ein Mann, der so gern darüber sinniert, wie oft ein anderer Battle-Rapper tatsächlich fickt. Denn Cynic weiß alles über unser Liebesleben und entlarvt jede Falschaussage gänzlich. Sagt er zu Steinschleuder beim Judging, spätestens wenn du darüber rappst, wie du fickst, ist das halt nicht mehr authentisch. Shiny bumst also nicht, weil er eine Brille trägt, eine quakige Stimme hat und schlank ist. Ich glaube, das erinnert mich an wen, aber an keinen, der relevant ist. Beziehungsweise einen, der jetzt pumpt, damit er bald schon nicht mehr schlank ist. Wenn auch ihr wie aufgedunsene Ochsen aussehen wollt, bei tuttimucki.de gibt es...
Und wer auch, sorry, gibt es die besten, egal, scheiß drauf. Fuck it, anyway, ihr habt's gehört. Aber hey, in der Vorbereitung auf einen Gegner darf man nicht alles haten, was er so verzapft. Manchmal muss man ihm sogar recht geben bei den Sachen, die er sagt. Als du vor 5 Jahren zu Davy meintest, ein paar Abonnenten und 3 schlechte Tracks, das krieg ich auch noch hin. Ja. Ein paar Abonnenten und 3 schlechte Tracks, das krieg ich auch noch hin. Da muss man sagen, das hast du geschafft. Denn Cynic sagt auf seinem legendären Track erstens Dinge wie: Deine Laura strippt für mich, denn meine Aura spricht für sich. Wir sind nur zu zweit, ich und mein Schwanz. Und ich zahle mit Bars und pack die Eier auf den Tresen. Und die Vorstellung, wie du das wirklich machst, macht mich so neidisch auf dein Leben. Szenario im Club. Szenario im Club. Cynic und sein Penis betreten den Flur. Junge Frauen heben in federnden Bewegungen ihre Gläser empor. Typen in Karohemden brüllen ihnen in der Hoffnung auf Bestätigung vergeblich ins Ohr. Tunnelblick. Cynic arbeitet sich stoisch in Richtung Theke durch den Nebeldunst vor. Wir sehen Cynic, wie am flackernden Widerschein des Strobolichts lächelt, sich an der Bar auf einen umgedrehten Bierkasten stellt, während er 2 haarige Hoden aus dem Hosenstall nestelt und von seiner erhöhten Position die Bedienung anbellt. Und gerade als die Barkeeperin guckt, als verstünde sie da gar keinen Spaß, packt er die Eier auf den von Bierlachen übersäten Tresen und brüllt: Ich zahle mit Bars! Und wenn du da brüllend am Tresen stehst und mit den Eiern durch die Pfützen wischst, dann kannst du dir sicher sein, deine Aura spricht für sie. Jetzt schon mal an deine Fans hier und da draußen. Wie ihr wisst, ist der Seppuku der rituelle Suizid, mit dem sich Samurai anschicken, ihrem besiegten Herren in den Tod zu folgen. Heute Abend werdet ihr die Ehre haben, euch der Tradition zu beugen. Der Rest reibt sich am besten jetzt schon schadenfroh die Hände, denn Szenario im Festsaal, die Party ist zu Ende. Ja, hört man mich? Okay. So, Rapper bumsen können wir beide. Ist nice, wenn Leute die Slogans mitschreien. Rapper bumsen können wir beide. Nur ich glaube, bei mir ist das auch metaphorisch gemeint. So, herzlich willkommen bei Don't Let the Label Label You. Mein Name ist Cynic. Und bevor ich jetzt anfange, es hier diesen Spaß zu geben, das ist für die ganzen Missgeburten, die meinten, der Cynic traut sich bei Dilti im Kreis niemals anzutreten. Es geht auch sofort los, aber ich habe ganz kurz ein paar Fragen zu seinen Texten. Du bist also jemand, der alten Omas in den Apfelkuchenteig reinkackt? Ja? Du bist jemand, der sich einen Unterleib aus Hack bastelt? Der Battle-Rapper Akanu ist wie ein stotternder Zalando-Mann? Und Brian sieht aus wie ein schwuler Granatapfel? Elvis, was ist denn das für eine Scheiße? Und was sind das für schlechte Vergleiche?
Aber das sind alles Sachen, die hast du in deinem... Sag mal, bist du behindert? Dieses Battle steht seit Oktober 2019. Schon ewig, ich weiß. Und im November 2019 kam eine Musik raus, die damals jeder zerreißt. Kurze Zeit später gab es ein Statement, Shitstorm. Ekligste Zeit. Da war doch klar, dass ich mir damals gedacht habe, bevor ich jetzt gegen den battle, gegen den hier im Kreis, fliege ich lieber erstmal ganz weit weg und gebe einem Chinesen einen Fuffi dafür, dass der in eine Fledermaus beißt. Unter deinen Top 3 meistgeklickten Videos sind einfach zweimal Cynic macht Auge. Das heißt, außerhalb von Diltily bist und warst du dank mir in aller Munde. Und ich feiere dich, also nicht als persönlich null, sondern wirklich nur deine Runden. Denn alles, was du sonst machst und sagst, ist lächerlich. Wie du sogar deine Siege rechtfertigst, richtig schäbig. Ich meine, gegen Ja Rambo vor diesem Publikum hier, hallo, schwerer geht's nicht. Was? Da kommt ein großer, studierter, cleverer, smarter Typ, der kreative Bilder malt, hier mit Anspruch, Humor, Punchlines und Message rein und battelt gegen einen asozialen Gonzo mit frauenfeindlichen, homophoben und rechten Lines. Aber für dich ist das schwer? Doch, na klar. Obwohl, warte. Hast du Ja Rambo hier gebettelt? Oder in der JVA? Und ist das gegen mich halt auch schwer? Bin ich auch wie Ja Rambo hier angeblich der gefeierte Held und das Publikum liebt mich krass? Oder habe ich mich eigentlich schon über alles und jeden hier lustig gemacht? Hä? Fun Fact, mit meinen letzten 8 Battles, inklusive dem hier, habe ich 25.000 Euro Gage, kein Preisgeld, Gage, verdient. Kurzer Check zum Thema Antipathie. Hier kann sich mit mir niemand identifizieren. Wer trägt denn hier eine 400-Euro Gucci-Brille? Wer besitzt einen 600-Euro Marco Polo Parker? Teure Colucci-Pullover, Taipan-Schmuck im Wert von über 1.000 Euro, für den ich nicht mal gezahlt habe? Wer blecht jede Woche 50 Euro für einen Besuch bei Ali the Barber? Ich habe mit dem Diltily-Publikum nichts gemeinsam. Ich laber keinen Mist hier, wenn ich sowas sag. Ich bin fast 40, hab 2 Kinder zu Hause, kiffe nicht und dusche mindestens einmal am Tag. Ich habe es hier wohl ganz klar von uns beiden am schwersten. Die Geister, die ich rief, die halten sich immer noch die Ohren zu, wegen erstens. Hey. Könnt ihr euch erinnern? Erinnert ihr euch daran? Aber hallo Deutschland, wäre nicht das erste Mal, dass ein verkannter Maler das Land übernimmt. Und alle so, ja Mann, du hast ja wirklich alles gewonnen und übernommen, yeah. Und ein akkurater Hitler-Vergleich, der ballert. Digga, das ist schon schwer. Und der Vergleich zwischen dir und Adolf Hitler, der hinkt auch überhaupt nicht. Weil wie jeder weiß, sprach ja der 1942 auch zu einem Millionenherr. Genossinnen und Genossen, trotz all meiner Siege bin ich doch befangen. Ich bin nun mehrfach 4 Stunden um einen Block gegangen. Und ich weiß sicherlich, wie komisch das klingen muss. Aber in erster Linie geht es mir um die legitimatorische Bringschuld. Und klar freut mich die Übernahme von Frankreich, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Polen sehr. Aber ich höre auf. Ich habe keine Inspiration mehr. Vergleicht er sich mit Hitler, Alter, die Fotze, ey. Also nicht Hitler, sondern... Ey, Dicker, ich schwöre, ne, größter Waschlappen-Move ever, Alter. I heard that and I was like, damn, Elvis. In 2019, you was the man, Elvis. What the fuck happened to you, Digga? 2,5 Jahre machst du den Gegner platt, holst den Titel, richtig krass. Und jeder hier hat sich gedacht, jetzt beginnt seine Legislatur. Mikesh gibt den Gürtel ab. Sag mal, schämst du, pisser dich nicht zu Tode? Hast du die Pille genommen oder was? Wo war deine Periode? Du hast dich de facto gegen das System dieser Liga einfach so hierfür entschieden. Guck mal, ich bin selber respektlos, ne? Aber für den Move müsste ich dir eigentlich zu Füßen liegen. Und jetzt guck mal in die Gesichter der Leute. Erste Runde war Bombe, gab Freude, aber einige warten auch sehr geduldig. Denn wenn wir ehrlich sind, bist du dem Diltily-Publikum noch eine richtige Erklärung schuldig. Time. Weitergehen. Fester Kreuzberg!
Okay, ich sehe es. Waren beide nicht scheiße, die Runden. Aber habt ihr seine Zitate von mir gehört? Du wolltest schlechte droppen, aber du hast keine gefunden. Und es wird immer peinlicher, nimmt man deine eigenen Parts noch dazu. Du machst dich doch immer über schlechte Vergleiche deines Gegners lustig. Warum sagst du in einem Titelmatch, ihr beide sind auf Kriegsfuß, wie Camouflage auf einem Markensportschuh? Es geht gleich los, aber ich will, dass ihr, bevor es losgeht, schon wisst, ich bin eine Nummer zu groß für dich, wie ein Markensportschuh, der eine Nummer zu groß für dich ist. Schwieriges Thema, so eine zweite Runde zu starten. Aber eine Stelle aus deinem Comedy-Programm schlug mir dumpf auf den Magen. Du stehst auf irgendeiner deutschen Bühne und erzählst, wie du mal versucht hast, dich mit einem schwarzen Mädchen aus Burundi auf einer Party zu connecten. Und du sagst so, da stand ein kleiner Stöpsel, schwarz wie die Nacht. Man könnte locker 3 Kugeln Eis in ihre großen schwarzen Nasenlöcher stecken. Laut dir hieß sie Mbong Tsetepe Mwani und grinste zu dir. Und du so, Mbong Tsetepe Mwani, aus der 54 Punkte beim Scrabble, was bringt mir das hier? Und das ganze Publikum lacht. Und ich hab mich echt gefragt, ob ich's überhaupt erwähne hier im Battle. Junge, was laberst du da? Namen zählen nicht beim Scrabble. Pointen ist immer der gleiche. Ey, kennt ihr diesen einen Typen auf Partys? Du führst einen Charakter ein, den du als anders markierst, dem die Leute in ihrem Leben schon begegnen konnten, dessen soziale Normabweichung du dann karikierst, um mit den Leuten über eure soziale Konformität zu bonden, als Serda Sumuncu dich fragt, warum gehst du auf die Bühne? Was hast du zu sagen? Wirkst du bedenklich verloren? Laberst von kleiner, feiner Humor, argumentierst angestrengt und verworren. Du hast noch nicht begriffen, die beste Pointe liegt nicht in der Verletzung, sondern in der Existenz einer Norm. Und die Eier wirklich für etwas zu stehen, kannst du in keiner Quatsch-Comedy-Club-Talentschmiede formen. Ob irgendwo auf einer Stand-Up-Bühne, vor einem mittelgroßen Saal oder vor 100 Jungs in Gamersesseln, bei Twitch auf deinem Kanal. Ey, kennt ihr diesen einen Typen auf Partys? Letztendlich ist es auch egal. Deine Leute lachen und sie denken, zum Glück bin ich normal. Und hat man erstmal ein Normal definiert, wird ein Regime etabliert, das über Konvention und Charme funktioniert, welches einen Maßstab diktiert und jede Abweichung auf die ein oder andere Art sanktioniert. Eine Sanktion, die jedoch mittlerweile immer mehr an Schlagkraft verliert, je weiter das Feld dessen, was künstlerisch und sozial akzeptabel ist, wird. Und das ist eine Entwicklung, die Cynic zu Panik verführt, da auf diesem Konventionsdruck alle seine Punchlines und sein komplettes öffentliches Dasein basiert. Weshalb ihn ein Match wie Native gegen Josef Steinschleuder auch maßlos frustriert. Und der trotz der Unterhaltung, die jeder Part produziert, verzweifelt die Verletzung der Battle-Rap-Formalien moniert. Denn mit jeder Konvention, die fällt, merken die Leute, der künstlerische Anspruch, den er da seit Jahren generiert, ist wie deine todeshässlichen Samurai-Shirts, zum Glück stark limitiert. Das war jetzt ein bisschen komplex. Was ich damit eigentlich sagen wollte, Bro, mach ruhig deine Videos, in denen du spekulierst, ob ich schwul bin. Diskutiere mit deinen ganzen ungebumsten Incel-Dullis auf Twitch. Leg meine Sexualität da analytisch unter das Messer. Na, hättest du mich zum Coming-out gezwungen, ging es dir dann besser? Ey, Grüße an AT eben. Als die ersten Kommentare aller Mikesh ist safe eine Schwuchtel kamen, saßt du da grinsend vor deinem Rechner? Einen Monat nach dem Titelmatch haben wir privat mal bei TTT gequatscht. Und du fragtest, mit wem und wo ich in London auf Grime-Partys war. Und ich meinte vor allem mit meiner Freundin und dieser eine Club in Luton wäre cool. Und du so, du meinst Freundin, weil du bist ja schwul. Warum musst du dieses schwulen Ding eigentlich so penetrant in den Vordergrund stellen? Du kennst das doch aus deiner Heimatstadt. Du kommst doch aus Köln. Digga,
Digga, ich glaube, am besten lernt man dich kennen in deinem Statement nach deinem Song-Release mit all seinen tragischen Blüten. Man sieht einen von der Realität überforderten, verdatterten Typen, der sich weigert, sich dem Urteil der Dislike-Rate unter dem Upload zu fügen. Erschwert dadurch, dass er selbst als der Hashtag MostViewed seit Jahren argumentiert, dass Zahlen nicht lügen, versucht sinnig 2500 Daumen nach unten auf seine Hater und deren minutiöse Planung zu schieben. Ich habe bei RAM 50 Menschen auf der Bühne misshandelt. Man hört es hinter seiner Stirn, rattern und quietschen hört. Zahnrad und Zahnrad greifen. Und wenn diese 50 Leute ihr Telefonbuch nach jeweils 50 Bekannten durchflügen, wie bei der Telefonlawine der drei Fragezeichen, beschwören sich 2500 Leute, um Rache zu üben. So wird sein, die Dislikes müssen gar nichts heißen. Deine alten RAM-Opfer haben sich also gegen dich verschworen. Wie sieht das aus in deiner Vorstellung? Ja, Jochen, schön, dass du rangehst. Krass, wie die Zeit verfliegt, wie? Ich bin's Mike aus deiner Abi-Klasse. Ja, der Mike mit AI. Du, warum ich anrufe? Bist du auf YouTube? Ja? Könntest du das letzte Video von einem gewissen Cynic disliken und deinen bösen Kommentar in die Diskussion darunter posten? Warum? Wegen dem bin ich im Januar 2014 aus der Battlemania-Vorrunde geflogen. Gezeigt, was für ein fragiler Kasper du doch bist. Du sagst zu Brian, lieber habe ich einen kleinen Kreis, die mich hundertprozentig feiern und büßt dafür auch drastisch einen Klicks, anstatt kritische Fans, die sagen, das ist gut und das gefällt mir nicht. Wie du dich in deinem Statement verhaspelst und versprichst, wie du sagst, ich gönne euch das und hasst dich dabei nix. Wie du ein Wolf Battle guckst und dich über sein Aussehen schlapplachst und bepisst. Und dann fragst du, na, wer sieht besser aus, ich oder Wolf? Und gibst das an deine Lappenfans auf Twitch. Zu den Waffensamurai, lasst euren Papa nicht im Stich. Und du bezeichnest dich ja selbst als klassischen Narzisst, weil du glaubst, das heißt viel Selbstbewusstsein haben. Aber genau das bedeutet's nicht. Und ja, ihr wisst es alle. Als ich den Titel abgab, lief's scheiße bei mir. Mir machte Druck und ein permanenter Angstzustand zu schaffen. Mit Jamie konnte ich zum Glück entspannt darüber quatschen und du rufst mich nachts live in deinem Stream unter falscher Nummer an und hoffst, ich mach mich da zum Affen, Digga. Geht's dir gut? Wie alt bist du? Und ja, du hast recht, das gleiche Geld, das du verdienst, an zwei Abenden beim Chatten mit den Atzen, spült mir alle meine Battles, alle meine Classics in die Kassen. Trotzdem brauchst du mich nicht wie ein Geschäftsmann voll zu quatschen, denn lieber bleibe ich unterbezahlt, als mein Geld damit zu machen, im Stream zu sitzen und Magda für ihr Make-up auszulachen. Ja. Samuel, was ist der Punkt, du bist heute einfach immer noch der Typ, mit dem man in der 6. beim Schwimmen nicht in die Umkleide wollte? Ey Leute, safe ist schwul. Ich sag mal so, das ist in ihm drin. Na Elvis, warum sagst du nix? Ist ja nicht schlimm. Habt ihr Magdalena heute gesehen? Die Panda-Augen? Ich sag mal lieber nix. Ey, wer hat mehr Sackhaare? Jakob oder ich? Und du stehst da ohne Hose und zeigst auf deinen Pflaumen. Die anderen gehen nacheinander schweigend aus dem Raum. Und als du alleine bist und nur noch das befreite Glucksen aus der Halle deine Kabine beschallt, ziehst du die Hose wieder hoch und die Fliesen sind kalt. Wow. Bei deinem Bong-Taggy-Battle in München stand neben mir in der Crowd so ein besoffener Grieche. Der hatte vom Alkohol schon so eine blau-rote Nase. Und der meinte zu mir, Malaga, wer sind diese zwei Fairtrade-Fotzen da oben gerade? Und ich meinte so, pssst, das sind Benno und Elvis. Die klären gerade die Adonis-Frage. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Sagt ein Benno zu einem Elvis, lass mal die Adonis-Frage klären. Ihr seid ja richtige Frauenmagneten, ne? Ich glaub's nicht. Dicker, außerhalb von Erstsemesterpartys und Flirts im Biomarkt macht ihr bei den Muttern mal Mongos überhaupt nichts. Aber ist auch gar nicht mein Bier. Ich lebe doch mit meiner Frau zusammen, ne? Und das ist eine Frau, die den Sachen voll auf den Grund geht. Eine Grüne.
Überflieger. Mach dir den Mund auf, gib es richtig Feuer. Man kann Flammen aus ihrem Mund sehen. Aber glaubt man nicht, ich würde tatenlos einfach rumstehen. Nennt mich Daenerys Targaryen. Denn ich weiß, wie man mit einem Drachen zu Hause umgeht. Leute wissen Bescheid. Ja, mein Alter. Harry Potter Bass in deinen Arsch, du Hurensohn. Aber so sollte ich gar nicht mehr reden. Ich habe ja jetzt eine Tochter, ne? Und genau wie Jarambo habe ich früher auch sexistische Lines gebracht, die heutzutage ein bisschen hinken. Ich habe zum Beispiel mal gesagt, das macht keinen Sinn, wie fette Frauen ohne Titten, die sich trotzdem noch schminken. Ist scheiße. Viele meinten, ich wollte damals nur schockieren. Ich stand mit dem Rücken damals an der Wand. Aber irgendwo war das auch schon meine Meinung. Das ist auch allgemein bekannt. Aber wenn ich Pech habe, bin ich mit meiner Kleinen in 13, 14 Jahren im Urlaub in einem warmen, tropischen Land. Und die will dann trotz ihrer 87 Kilo und ihrem A-Körbchen zum Strand. Ja. Aber da hau ich dir vorher wenigstens noch die Mascara aus der Hand. Ich bin Vater einer 2,5-jährigen Tochter. Und auch ich kann nicht verhindern, was da draußen so passiert. Und vielleicht wird sie wirklich in der Jugend, in der Schule drangsaliert und von Jungs auch schikaniert. Und wenn sie mit 20 in der Gastronomie arbeitet und der Kunde nach ihr giert, kann es schon sein, dass sie mit viel Trinkgeld, aber wenig Würde nach Feierabend wütend und fluchend durch den Park spaziert. Aber wenn sie dann zufällig zwei pöbelnde Assis sieht, die völlig ungeniert ein anderes Pärchen beleidigen, bedrohen und mitunter attackieren, da schreitet meine Tochter ein. Denn die hat zu dem Zeitpunkt schon Jiu-Jitsu, Thai-Boxen und Kung-Fu lang trainiert. Und die beschützt das hilflose Pärchen, schlägt und tritt gut zu und guckt, dass diese Hunde hart kassieren. Und wenn die zwei asozialen Wichser dann da liegen, ringend nach Luft und Blut verschmiert, kommt das Pärchen zu meiner Tochter und sagt, danke, vielen Dank, das war wirklich super couragiert. Und meine Kleine sagt einfach nur, kein Ding, Elvis. Wird doch endlich Zeit, dass man Schwule akzeptiert. Griechische Souvlaki. Spare Ribs aus den Staaten. Holländische Frikandel. Deutsche und ihr Braten. Saltimbocca aus Italien. Chorizo aus Spanien. Und jetzt guckt mich nicht so an nach dem Motto, das ist eine Punchline. Veganismus gilt zu Recht in vielen Ländern als Schande und Krankheit. Ihr kennt doch meinen Sarkasmus, ne? Aber was viele gar nicht auf dem Schirm haben, sein Ironielevel, ne? Sein Selbstironielevel, anders nice. Da sagt er gegen Indostan, sorry, wenn ich jemand in die Wade beiß, aber ich mach hier nicht den schwanzlutschenden Nase weiß. Also wenn ich dich beschreiben müsste, soll ich dir den Mikesh beschreiben? Die Person sagt, klar, beschreib. Da würde ich sagen, der Mikesh, das ist ein schwanzlutschender Naseweiß. Und wenn die nächste Person kommt und sagt, der Mikesh, Samuel, was hat der so für eine Art im Kreis? Da würde ich sagen, der Mikesh, das ist ein schwanzlutschender Naseweiß. Dicker Safe, gravieren die in 60 Jahren in deinen Grabstein rein. Hier liegt Elvis. Er war ein schwanzlutschender. Viele denken, du wärst schwul. Ja? So ist so, ne? Aber ey, manche denken sich, warum? Dicker, darum. Guck mal, ich bin auch nicht der Maskulinste, ne? Gerade beim Rauchen, aber was du da machst, ist echt krass. Egal ob PET, Wasserflasche, 0,5er Bier oder Mikrofon, du hältst alles wie ein Sektglas. Aber jeder, der meine Videos kennt, weiß, ich habe Mikesh von Sekunde 1 an super gefühlt. Und habe mir auch gedacht, den verfolge ich von nun an gezielt. Ich hatte nur Liebe für dich, bis du irgendwann privat zu mir meintest, ich habe auch mal Fußball gespielt. Und ich so, du hast Fußball gespielt? Welche Position? Er so, Verteidigung, da wurde es dann zu viel. Der meinte, er ist Innenverteidiger. Wisst ihr, was das heißt? Ein Kopfballduell, das mit Fuß in die Achillessehne. Eins, raus, ich, gut, weg. Halbzeit im Hamburger Vorort, Kreisliga F. Der Trainer hält die Ansprache. Männer! Abstiegskampf, wir liegen 0-2 zurück, ihr spielt nur Dreck. Was ist das? Wir spielen hier gegen den SV Burbeck. Ich sehe keinen Schweiß, keine Tränen, eure Trikots sind immer noch sauber, ich sehe nicht mal einen Blutfleck. Aber willst du mich verarschen, Elvis? Pack das scheiß Buch weg! Und letzte Sache, ich will hier auch gar keinen krampfhaften Vergleich darstellen nach dem Motto, Fußball ist nichts für Gays. Aber Fußball ist safe nichts für Leute, die in einer Liga spielen, wo die Hälfte der Torhüter aussieht wie Craze. Time. Mach doch mal lang für die zweite Runde hier beim Zander! Kreuzberg, beide Anziehs haben jeweils noch eine Runde. Habt ihr Bock auf das Finale?
kurz eine Frage. Also, Tobi High hat ja schon den Anfang gemacht, aber sollte hier noch irgendein ungeouteter Battle-Rapper rumlaufen, der vielleicht Schiss hat vor der Reaktion seiner Freunde oder seiner Arbeitskollegen? Habt ein Herz und outet euch. Cynic kann sonst nicht schlafen, deswegen. Ein mittelalter Mann, irgendwo in Reinickendorf, beginnt in seinen Sessel zu sinken. Als der 20-Uhr-Timer anspringt, beginnt das rote Lämpchen neben der Webcam zu blinken. Er fährt herum, um in Richtung des flackernden Flatscreens zu winken. Begrüßt von den ersten Fanboy-Lappen, die beginnen mit lächerlich flinken Fingern in ihre Tasten zu hauen, um in seiner Chatbox zu simpen. Jemand schreibt: Hast du als über 30-Jähriger nicht auch Lust, anstelle von Bier mal Wein bei deinen Sessions zu trinken? Und Cynic sagt, Zitat: Wenn ich es mir aussuchen könnte, ja. Aber ich kann hier leider nicht mit einem Wein sitzen, aus Männlichkeitsgründen. Denn Cynic ist sich sehr wohl bewusst, was es braucht, was ist No-Go. Als er sich beim Tiercenter-Interview eine Kippe ansteckt, sagt er präventiv in die Kamera: Ja, ich rauche wie ein Homo. Auch im Freundeskreis wahrt unser Samuel beständig sein Gesicht. Hast mal erzählt, dass du auf der Party von einem Kumpel warst. Und Zitat: Da war geile Musik und ich hätte da so geil tanzen können. Aber da hatten mich Leute erkannt und ich weiß, die gucken. Natürlich tanze ich da nicht. Das gönne ich denen nicht. Digga, als ich das gehört habe, fiel mir erstmal gar nichts mehr ein. Besser kannst du deine Angst nicht ausdrücken, selbst der eine Typ auf Partys zu sein. Aber damit die Leute die Möglichkeit haben, dich mit Sarah Sumunchu oder Dave Chappelle in einer Garde anzusehen, musst du dir selbst immer ein gutes Stück egaler sein als denen. Ganz ehrlich, deswegen ist deine Comedy auch echt schlecht. Du kommst verbissen rüber. Na klar haben sich ein paar von deinen Witzen bewährt, aber man merkt, du hast irgendwas mit dir selbst noch nicht ganz geklärt. Bis dahin mag die Treue deiner Fans zwar durchaus auf Entertainment oder Gemeinschaft beruhen, sie werden bei dir aber nie auf dieselbe befreite Art lachen, wie sie es bei Josef Steinschleuder tun. Du hast immer noch nicht gecheckt, dass das Geheimnis guter Comedians auch auf der liebevollen Beziehung zum eigenen Laster beruht. Du sagst in jede Cam: Ich bin ein ekelhafter Zyniker, pitch dich selbst mit Floskeln aus dem Charakterstatut. Ein Comedian sollte zumindest über sich selbst lachen können. Und nicht mal das kannst du gut. Du spielst ausverkaufte Häuser. Du hast die Telefonnummer von Heiko Westermann. Du darfst jetzt... Telefonnummer von Heiko Westermann. Du darfst jetzt alles, was die Großen so dürfen. Und was machst du draus? Du brauchst... Hilfe! Oh, bitte da mal schnell sammeln oder irgendwie, keine Ahnung, jemand eröffnet. Okay, ja. Telefonnummer von Heiko Westermann. Ich weiß, wie von Heiko. AB4! Können wir weitermachen? Nein. Nein. Kreuzberg war, was soll man dazu jetzt sagen? Wir hatten die Situation in der Vergangenheit schon mal, wir machen logischerweise jetzt hier einen Break und gucken, dass da das Bestmögliche getan wird, um die Person wieder, ne? Genau, Aufgang. Okay, irgendwo. Wir kriegen einen Daumen nach oben, Alter. Okay, wir kriegen einen Daumen nach oben, Alter. Hey, Leute, dann jetzt hier. Weiter geht's, Digga, kick it. Du spielst ausverkaufte Häuser. Du hast die Telefonnummer von Heiko Westermann. Du darfst jetzt alles, was die Großen so dürfen. Und was machst du draus? Du brauchst 2 Jahre, bis du dich das erste Mal traust, vor deinen eigenen Fans einen Rotwein zu schlürfen. Junge, das ist dein scheiß Stream. Wenn du dort einen Erdbeersekt mit Schlumpfgeschmack trinken willst, dann mach doch. Und wenn du eine Line deines Gegners lustig findest, lach doch. Stattdessen machst du in einem eigens angefertigten Video einen 18-jährigen Fesers als Mistkind und wie die letzte Pickelfratze platt. Schaltest den Computer aus und denkst dir beim Zähneputzen: Heute richtig was geschafft. Das gleiche mit Rosbach. Du kreierst Hate, lässt ihn anschwillen, sodass jeder deiner Fans über den armen Typen nochmal drüber rutscht. Dann lädst du ihn zu einem Sag ihm ein, verdoppelst die Views und hast so nochmal deinen Stream gepusht. Zu dem Zeitpunkt sind deine Opfer dann so gebrochen und checken es nicht mehr.
Erst alles kaputt machen und dann am Wiederaufbau mitverdienen, als wärst du das US-Militär. So viele Leute haben dir privat schon wohlwollend Kritik gegeben, doch du verinnerlichst sie nicht. Muss traurig sein, wenn das eigene Herz nur eine Einzimmerwohnung ist. Schlachte ein paar Opfer und ahl dich in der Bestätigung der Twitcher-Bubble. Wie scharfzüngig du bist, wie sicher du doch sitzt im Sattel, aber wenn Mighty vor dir steht, bibberst du wie eine Zitterpappe. Ups, mein Rücktrittsvideo. Und natürlich musst du darauf beleidigt reagieren, denn auf Malle verlernt man schnell, ein Nein zu respektieren. Pünktlich jeden Sonntag Reactions zu Content produziert und Geld gerafft. Ich hab den Lockdown mit meiner Angst und mit mir selbst verbracht. Aber wenn ich schöpfe, mach ich's groß. Du legst Eier und Sam, die Art der Elternschaft, ist der Unterschied, der mich zum Künstler und dich zum Entertainer macht. Das ist der Unterschied, der mich zum Autor und dich zum Rezensenten macht. So sehr du dich auch aufblust, dass wir beide wichsen nicht denselben Saft. Und was juckt mich das Kläffen der Hunde? Schreiten sie seit meinem Verschwinden doch allzu arrogant durchs Revier? Denn die Muse, die euch küsst, ist immer noch schwanger von mir. Du bist ein Fan von mir, Samuel. Dein Freund Gospel ist ein Fan von mir. Ich weiß, wie gern ihr meine Battles konsumiert mit der Crew. Für mich bist du eine arme Sau und ich wollte nie sein wie du. Fans posten jetzt Demut in den Chat, gucken einen letzten Porno und wichsen wehmütig ins Bett. Und während ich gelassen bin, weil ich jetzt aufhöre mit dem Ganzen, stehst du auf der Party von deinem Kumpel und erlaubst dir nicht zu tanzen. Und jetzt mach dein Auge hierauf, greif dir die Klicks, erklär deine Leistung den Kids, bedruck weiter dein Merch mit meinem Gesicht. Aber wenn du wirklich dachtest, dass du mich heute live hier zerfickst, lass dir ein letztes Mal gesagt sein. Nein, tust du Weil jeder von euch kennt ja alte Männer, die krampfhaft auf jung machen. Ne? Ist peinlich, braucht auch keiner reinreden. Aber die machen das ja, weil die wissen, wie es ist, jung zu sein. Die waren ja mal jung und wollen daran festhalten, nach dem Motto, ich habe ja nur ein Leben. Aber kennt ihr auch junge Leute, die krampfhaft versuchen, älter und reifer wirken zu wollen? Und somit natürlich im Endeffekt nur Scheiß reden. So nach dem Motto, ich bin schon sehr weit für mein Alter, könnte ich reintreten? Ich trinke einen trockenen Rotwein, ein bauchiges Glas, nicht aus der Flasche. Ich lese gern Bücher, ich lese von Alexa Geisthöfel das Buch Intelligenz und Rasse. Und ich höre gern Free Jazz und belgischen Soul. Also Vinyl, ne? Vinyl, schön von der Platte. Also ich trinke gern Rotwein, ne? Ein bauchiges Glas, nicht aus der Flasche. Ich lese gern Bücher von Alexa Geisthöfel, das Buch Intelligenz und Rasse. Und ich höre gern Free Jazz und belgischen Soul, also Vinyl, ne? Vinyl, schön von der Platte. Ich in die 11. Klasse. Dickerchen, verhalte dich doch einfach altersgemäß. Wo ist denn das Problem? Ey, der hier, ne? Mikesh, der schlauste Mensch der Welt. Ne? Aber bist du in deinem Geist wirklich so taufrisch? Bist du wirklich so clever und smart, wie du uns allen hier auftischst? Du bist intellektuell. Dann nenn mir doch mal 15 renommierte Kriegsherren. Stimmt, also auch nicht. Props an Mighty P, den King. Ey, der ist in meinen Augen direkt das Letzte. Echte Krätze. Der geht auf Demos und kämpft da für Menschenrechte. Ich bin sicher, wie kann man nur so lächerlich sein, Alter? Ich bin Elvis, ich setze mich auch für Schwächere ein. Ah, scheiß, Alter. Cynic, Cynic, Cynic. Komm in die Spur. Aber wo ist Lyriko? Ich habe zwei Karten für die große Samuel Sibilski Comedy Tour. Yeah!
Ich gebe weiter dann. So, guck mal, Battle Rap ist wie eine Familie. Ne? Battle Rap ist wie eine Familie. Ne? Also nicht wir, sondern Vergleich. Ne? Ich glaube nicht an viel, aber ich glaube daran. Obwohl Battle Rap ist eher wie eine Frau mit Kindern und wechselnden Versorgern und Partnern. Ben Salomo war mal der Vater. Greg Pyle war mal am Start, Fahrt, Pillard. Aber seit 2015 bin ich am Start, Mann. Und klar habe ich die Familienstruktur durcheinander gewirbelt. Ich habe auf den Tisch gehauen, es gab öfter Geschrei. Ist alles gut? Es gab öfter Geschrei. Ich wurde nicht sofort akzeptiert, war ein bisschen dauernd, doch mit Herzen dabei. Und ich kümmerte mich um die Kinder der Frau, so als wären es meine. Ich bin sowas wie Battle Raps zugedröhnter, aggressiver Stiefvater. Nicht fehlerfrei, aber ganz klar besser als Battle Raps schön geföhnter, androgyner Liebhaber. Ey, ich bin da raus. Alleine habe ich Welle gemacht und habe Gagen für andere Battle-Rapper abgecheckt. Ja? Habe alleine Welle gemacht, guck, dass die Familie größer wird. Und bin dafür mit Leuten wie Savas, Motip und Kollege angeeckt. Und als ich nach Hause kam, hat der sich vor mir im Schlafzimmer im Schrank versteckt. Du hast meinen Battle-Rap nie wirklich so geliebt wie ich. Ja? Du wolltest nur kurz mal reinhalten. Guck erst gar nicht so prüfend. Du hinterlässt hier überhaupt nichts und mich macht sowas wütend. Ja? Du hinterlässt hier überhaupt nichts und mich macht sowas wütend. Scheiße, okay, dann. Nee. Battle-Rap ist im Arsch. Battle-Rap ist im Arsch, Alter. Mittlerweile mit Breakdance-Moves, High-Kicks und Moonwalks gewinnst du Freestyle-Battles. Bei Top-Tier, ehemals Rapper Mittwoch. Fresh Polacke ist weg, Gospel ist einfach Doktor und Tierstar ist auf TikTok. Battle-Rap ist im Arsch. Ey, Mighty, der Mighty sucht sich selber. Der sucht sich, ist gut, der will nie wieder ein Proll sein. Und Nidal Nip hat sich gefunden und pflanzt jetzt pro verkaufte Box einfach einen Baum in Schleswig-Holstein. Battle Rap ist im Arsch. Battle Rap ist im Arsch. Ey, Robscure ist bei euch einfach hier Title Contender. Der zählt hier zu den Besten bei euch. Wenn ich Fans von Dilte die frage, der wurde bei Top Tier Takeover auf der Bühne easy von einem Twizzy geschlagen. Ich wieder, von einem Twizzy geschlagen. Nicht mal die Hälfte hier kennt diesen Namen. Ey, aber dank dir auf jeden Fall. Dank dir für deine 2,5 Jahre, die du da warst. Es war mir und uns eine wirklich unfassbare Ehre. Und sag deinen Mareiles, Fabiens und Mathildas, du hast ab jetzt wieder sehr viel Zeit für tiefe und gute Gespräche. Dank dir für deine Zeit. Es war lustig und sehr beschwingt. Und jetzt verpiss dich dahin, wo die Lerche singt, du postmoderner Märchenprinz. Obwohl, nee, du gehst gleich erstmal auf Klo, leerst den Pint und dann ist ein unangenehmes Interview mit mir und Anna. Und da bleibst du sitzen, bis wir fertig sind. Was hier halt passiert ist. Aber safe ist, macht mal noch mal Lärm für beide MCs! Der Ding ist angerutscht, ne? Deswegen, Alter, gewonnen habt ihr, gewonnen haben die Leute da draußen, Alter! Macht mal noch mal Lärm für Mika Schonzen! Ansonsten, ey, ein letztes Mal für diesen ganzen Abend und für den krönenden Abschluss hier, gebt mir ein fettes Go Let the Label Label You! Alright, wir sind draußen. Peace! Don't let the Label Label You! Wir sind hier bei Mayhem 5 im ausverkauften Festsaal Kreuzberg und haben... Ich glaube nicht das Battle des Jahres, sondern wahrscheinlich das meist lang ersehnteste Battle ever gesehen. Mikesh, Cynic, was für ein Match. Es war alles sofort ausverkauft. Die Erwartung war sehr, sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, was das mit dem Druck gemacht hat, aber das frage ich euch gleich. Erstmal, du warst noch nie im Kreis. Es ist so viel darüber geredet worden, wie es ist, wenn du mal auf so einem Event im Kreis stehst und battlest. Wie hat sich's für dich angefühlt und was hast du erwartet? Also ich hab mir die ganzen Videos reingezogen, habe das versucht zu Hause zu simulieren, aber als ich das dann hier live gesehen habe, dachte ich mir so, scheiße, Mann, Alter, die stehen hier einfach, die Köpfe sind einfach auf Bauchnabelhöhe und die sind so nah dran und so laut und ey, das ist also, ich habe jetzt nicht mal ansatzweise so krank mir vorstellen können, wie es wirklich ist. Das ist maximalste Drucksituation,
die ich bis jetzt, glaube ich, also abgesehen von Comedy, aber das ist wirklich, das war krank. Also diese Stimmung, dieser Kessel, du hast nicht mal einen Fluchtpunkt, du kannst nirgendwo hingucken, wo kein Mensch ist. Das ist krank. Du kennst das Szenario ja schon, hast es nicht nur einmal erlebt. Hat sich's trotzdem nochmal krass angefühlt für dich? Ja, voll. Ich glaube, da kann man sich nicht dran gewöhnen. Und es war so unnormal laut. Also das war auch kein Vergleich zum... Ich habe hier bisher zweimal gebattelt, also heute zum dritten Mal. Das war kein Vergleich zum Robsky-Battle. Und es war auch kein Vergleich zum Titelmatch. Das war einfach richtig, richtig krass und geil. Und ja, ich bin glücklich, ja. Und du bist jetzt aber nicht wieder angefixt worden oder so? Also wenn mich irgendetwas hätte noch anfixen können, dann das. Aber ich brauche jetzt erstmal echt Zeit und ja, das war auch mein letztes Battle. Also wenn jetzt nicht irgendwas Krasses sich irgendwann ergeben sollte, ich werde jetzt auch erstmal nicht mehr in Deutschland leben. Also ich habe jetzt das letzte halbe Jahr in Polen gelebt, ziehe jetzt in die USA ab September und danach noch ein Jahr nach Dänemark und bin erstmal wieder richtig weg. Und dementsprechend würde es keinen Sinn machen. Ich habe in London 3 Battles von London aus geschrieben und bin dann quasi eingeflogen, aber das mache ich nicht nochmal. Ja. Wegen dem ökologischen Fußabdruck. Wegen dem ökologischen Fußabdruck, ja. Also Leute, ihr habt es gehört, Mikesh braucht was Krasses, das passiert, um wieder zu battlen. Sorgt dafür, macht es möglich. Ich spreche jetzt einfach mal so ganz straight an. Du hast dich irgendwie gefühlt so ein bisschen beweisen müssen heute. Also ich hatte das Gefühl, es lag in der Luft, so okay, wenn nicht heute, dann irgendwie, also nicht dann gar nicht mehr, aber es war, ja, es haben viele Leute sehr viel erwartet, die letzten Battles liefen nicht so optimal. Wie bist du an das Battle rangegangen? Wie war deine Vorbereitung? Wie hast du dir vorgenommen, das heute auch wirklich zu liefern? Ja, also erstmal geht mir das voll auf den Senkel, dass man einfach sagt, so die letzten Battles waren nicht gut, so das Mighty-Ding unsäglich, gar keine Frage. Alpha Royal war vollkommen in Ordnung, Lyrico war nicht so geil, RV war gut, Davy Jones war auch gut, so deswegen... Aber egal, eigene Maßstäbe so. Was war nochmal die Frage, wie ich mich vorbereitet habe, explizit? Ja, ich habe versucht, das so gut wie möglich zu simulieren. Ich habe mich noch nie so versucht, da reinzudenken in die Situation. Und das ist auch krass gewesen, weil einfach, wenn jemand eine Meinung hatte im Internet, dann war das einfach 99%. Der Cine kriegt aufs Maul, der muss sich beweisen, Kreis schafft er nicht, der Elvis macht den weg, Mikesh macht den weg. So, also das habe ich noch nie gehabt, dass einfach alle, die eine Meinung hatten, die einen sich aussuchen konnten, waren einfach alle bei dem. Und bei mir war so, ja, viel Glück und so eine Scheiße. Also es war wirklich crazy und das habe ich hier auch gemerkt. Also man mag mich hier schon, aber natürlich ist das, Mann, ich lehne mich ja so weit aus dem Fenster immer, ne? Indem ich immer meine Meinung, also ich bin ja auch der einzige Battle-Rapper, der immer, deswegen habe ich auch diese Angriffsfläche, immer seine Meinung raushaut, ob die jetzt gut oder schlecht ist oder was. Aber Angriffsfläche gibt es keine größere. Es gibt dementsprechend auch nicht mehr Druck und nicht mehr Risiko. Also die Fallhöhe ist crazy auf jeden Fall. Und egal, wer hier welches Battle verkackt, welcher Battle-Rapper, der bekommt bis auf YouTube-Kommentare nichts zu spüren. So, aber da ich ja auf die diversen Plattformen bin und keine Ahnung was, Es war schon krass und ich dachte mir, auch so vor einer Woche, dachte ich mir, fuck, Alter, würde ich eigentlich gerne absagen, weil das wirklich Druck ist, aber ey, machst du und ja, so zu 60% hat es auch funktioniert. Zu 60% hat es funktioniert, heißt, welche 40 haben dir gefehlt? Scheiße, Alter. Es waren keine Reactions, wo ich Reactions erwartet hätte. Er hat das habe ich auch ein bisschen Angst vor gehabt. Er kann das Battle super schwer machen. Er kann super Gewicht auch drauflegen und dann ist es schwer, da mit lustigen Sachen gegenzusteuern. Dritte Runde habe ich wirklich teilweise, weiß ich nicht, 16 oder 32 Dinger ausgelassen. Es war nicht so crazy schlimm, weil ich mir wirklich einen B, C, D-Plan gemacht habe, aber auf jeden Fall todesunzufrieden und war nicht gut. Ich habe das Battle auf jeden Fall auch verloren und werde da auch leider Auge drauf machen müssen. Darauf bin ich sehr gespannt, vor allem, weil du entgegen dem, was Mikesh behauptet hat, das kommen wir gleich, ja, finde ich schon auch auf selbst, oder vielleicht nicht selbstkritisch, aber zumindest selbstironisch bist und so eine gewisse Kritik nach meiner Wahrnehmung auf jeden Fall die letzten Jahre schon annehmen hast können. Also ich bin sehr gespannt aufs Auge dann, aufs eigene Battle.
Du hast, genau, ihr habt euch beide natürlich sehr viel vorgeworfen und ich fand es ganz spannend, dass sich so Engels irgendwie bestätigt haben auf beiden Seiten. So, du hast zum Beispiel ja die sehr krassen Part über Cynics homophobe Aussagen gebracht oder halt auch hast es einfach thematisiert. Und dann kam die, ich glaube, es war die dritte Runde oder ich weiß gar nicht mehr, die zweite. Hast du irgendwie drüber nachgedacht, was Cynic in dem Battle bringen wird oder hast du völlig frei davon deine Lines geschrieben? Ich habe schon ziemlich frei davon meine Lines geschrieben, aber ich mache das tatsächlich oft so, dass ich mich nicht zu sehr davon beeinflussen lasse, was ich so vom Gegner irgendwie predikte. Was ich tatsächlich wusste und was ich nicht gekontert habe, weil ich mich einfach sehr darauf gefreut habe und das war ultra lustig, war, dass du ein Szenario bringst, wie ich mich in der Umkleidekabine verhalte beim Fußball. Dass, ey, ich habe das meinen Freunden gesagt, ich meinte, ey, Cynic wird ein Szenario zeichnen, wie ich in der Fußball-Umkleidekabine bin. Nicht das mit dem Buch konnte ich predikten, aber ich habe das eins zu eins so gewusst. Und ich dachte, ey, das wird großartig. So, warum kontern? Ich freue mich da richtig drauf. Und das hat er geil gemacht. Also ich fand auch das Hitler-Ding ziemlich lustig, außer dass Nazis Kameraden sagen und nicht Genossen. Genossen sind Kommunisten und Linke, ne? Aber davon ab... Entschuldigung, bist du intellektuell? Sorry. Ja, ich höre vor allen Dingen belgischen Soul, seit ich 9 bin und ja, das war richtig lustig und dementsprechend, ich glaube auch nicht, dass man alles auskontern muss, wenn was gut geschrieben ist und lustig ist und nicht so krass trifft, dann kann man das einfach laufen lassen und das tut dem Battle ja keinen Abbruch. Ich hätte jetzt auch sagen können, weil ich mir wirklich ziemlich sicher war, okay, und jetzt bring deine Szenarien, wie ich Fußball spiele oder so, aber kein Bock, das ist doch geil, davon lebt das Battle. Ja. Cynic hat vorhin schon kurz erwähnt, dass an manchen Stellen, wo er Reactions erwartet hat, keine Reactions kamen. Und mir ging es ehrlich gesagt auch so bei euch beiden. Also ich hatte so ein paar Stellen, wo ich mir dachte, hä, wo bleiben die Leute? Ging es dir auch so? Kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Also habe ich so nicht empfunden, aber ich war auch im Tunnel. Also es kann sein, dass meine Wahrnehmung ein bisschen verfälscht ist. Ja. Auch auf deiner Seite hat sich irgendwie so ein bisschen was bestätigt. Du hast ja vor allem auf Mikesh Intellekt rumgehackt. Und die zweite Runde war ja schon auf jeden Fall sprachlich ein bisschen komplexer. So unabhängig davon, dass ihr ja auch irgendwie bewusst zwei Charakter wart in diesem Battle, die sich gegenübergestanden sind. Wie ging es dir in der Vorbereitung? Also überlegst du, was könnte er bringen? Wie kann ich das dann am besten irgendwie vielleicht vorher schon predikten oder nochmal krass aufzeigen? Oder schreibst du einfach das, was du zu sagen hast? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was der schreiben könnte. Habe mir so ein paar Konter vorgedacht, aber die Sachen kamen halt nicht. Und ich habe also dieses, was er gerade auch schon gesagt hat, ich wollte ja anfangen, ne? Er auch. Und ich dachte mir aber, er will anfangen, um Sachen vorwegzunehmen. Ne? Und ich wollte anfangen, weil mein Intro einfach geil ist. So, damit ich, also mein Ziel war es, also für das Battle war jetzt einfach nur, dass das einfach das Battle mit den meisten Views wird. Dass das einfach, dass das viele Leute gucken, dass das so eine gewisse Grenze überschreitet. Und so habe ich geschrieben. Ich habe nur auf Entertainment und Show geschrieben. Ich bin gar nicht in die Tiefe gegangen. Ich wollte jetzt nichts Schweres irgendwie reinbringen. Ist auch schwierig, weil ist keine große Antipathie da. Und da muss ich jetzt nicht irgendwie so einen Fake-Hass vom Zaun brechen. So habe ich halt geschrieben. Und Mann, ich habe die Sachen, die du über mich schreiben kannst, die sind... Das war ja jetzt ein Bruchteil von dem, was man noch hätte machen können. Also Tischtennis mit Arafat, Pumpen mit Flair, jemand schubst Reifen um bei mir im Intro. Du kannst ja aus allem was machen. Und ja, also war auch alles top, bis auf die zweite Runde, da habe ich wirklich nichts verstanden. Also ich könnte dir nicht mehr sagen, was der mir in der zweiten Runde sagen wollte. Ich weiß nicht. Magst du es übersetzen? Ey, ich würde dir nahelegen, sie nochmal anzugucken, so, aber sie war schon sehr komplex, aber darauf hatte ich es auch abgesehen, ja. Was auch kam, du hast ja auch seine Defense angesprochen, weil ja das auch immer großes Thema ist, auch bei den Streams. Und ich fand es so krass, weil ja wirklich irgendwann, weil es Momente gab, wo du wirklich lachen musstest und es auch zugelassen hast. Ist dir das aufgefallen? Ja, voll. Fand ich sehr sympathisch so. Ich habe ja bei ihm auch, also bei dieser Elvis legt das Buch weg, Schelle, habe ich mir auch einen Arsch abgelacht. So, das war warum? Kam unerwartet, oder? Also der Engel als solcher nicht, aber dieses Elvis legt das Buch weg, toll.
Ich dachte nämlich auch, okay, fuck, jetzt kommt was richtig Ekliges und habe schon so schon die Augen gerollt und dann war das Buch und ich finde, du hattest ein paar so Momente drin, wenn man dich kennt, wenn man deine Battles kennt, wo man irgendwie dachte, und dann hast du es, finde ich, nicht immer, aber tatsächlich an manchen Stellen auch so krass geflippt und das, was du auch gerade gesagt hast, auf so eine rein lustige Entertainment-Ebene gebracht. War das der Plan? Das war auf jeden Fall der Plan, so, weil, guck mal, das Ding ist, man macht sich ja immer so taktische so Vorstellungen so ein bisschen und das Ding ist, der hat, weiß ich nicht, 8, 9 Battles gemacht und bis auf eins davon waren die einfach flawless, bis aufs Lecktuch, aber sonst komplett flawless, wirklich, aber böse flawless, wirklich. Und das einzige Mal, wo der so ein bisschen gebrochen ist, als Bongtegi halt da war und der aus meiner Sicht den outperformed hat. Und da dachte ich mir, okay, da muss ich ansetzen. Ich kann hier nur bestehen, wenn ich Monster Entertainment biete. Aber wie gesagt, dieses Szenario ist, dieses Bühnenszenario, das ist einfach, das ist geisteskrank. Das kannst du, also jetzt weiß ich natürlich ungefähr, kann ich das zu Hause üben. Aber das war, ich stand da und dachte mir, boah, zum Glück fängt der an, was ist das hier? Das ist wirklich, das ist heftig. Du hörst jeden, siehst jeden und die sind wirklich, wenn die groß sind, sind die auf Brusthöhe und die sind so nah dran und denkst du, Alter, ich habe keinen Platz. Das ist wirklich krank und diese ganzen Ränge oben und in seiner ersten Runde, da hat ja, Alter, wie viele Jubelpausen waren da bitte drin, so der musste, also du konntest ja gar nichts durchmachen. So, die Kurve vom Battle war ein bisschen so, wegen Hype, erste Runde war Bombe, meine ging auch und dann ging es so ein bisschen runter und kam auch nicht wieder so komplett hoch für mein Empfinden. So, war nicht im Großen und Ganzen nicht das übergeile Battle, was man hätte erwarten können, aber das lag zum Großteil auch an mir, deswegen geht noch klar, aber hätte auf jeden Fall geiler sein können. Mhm. Ich finde es auch sehr beeindruckend, wie du jetzt hier im Interview auch nochmal einfach bestätigst, wie selbstkritisch du auch sein kannst. Man kann das Bild von mir, kann man so easy zeichnen, wenn du dir das rauspickst, aber wenn wir miteinander reden würden, wird der mir auf gar keinen Fall sagen, hör mal zu, du bist nicht kritikfähig, da habe ich dieses scheiß Statement gemacht, okay, aber ich hab Auge gemacht auf meine Versagensvideos da, Merlin, Gregpipe und so, was soll ich denn da sagen, so, wenn ich scheiße bin, ich mach mich nicht geiler, als ich bin und ja. Mich würde total interessieren, was da, also ich bin ja auch schon von diversen Battle-Rapper nachts angerufen worden, was war da los? Du bist mit unbekannter Nummer live im Stream nachts angerufen worden, ich habe schon gesehen, du hast mir im Kopf geschüttelt, deswegen, ich muss es unbedingt wissen. Naja, also es ist, ich glaube, Freitagnacht und Tierster ruft mich an und ich gehe nicht ran, weil ich glaube, ich nicht rangehen konnte, weil ich busy war und dann habe ich eine Sprachnachricht von Tierster, von dir, yo, Mikesh, mein Lieber, komm jetzt ins Stream und dann hat Chief mir erzählt, dass ihr in der Nacht alle Leute live im Stream angerufen habt, so, ich keine Ahnung, was ein Fitner Friday ist, aber dass ihr das gemacht habt und ja, also ich finde, das ist genau der Punkt. Unterdrückte Nummer. Also ich hab ja selber noch... Also du hast mich ja angerufen. Die Sprachnachricht von der Tierster-Nummer kam ja dann von dir. Also, ich habe nicht unterdrückte Nummer gesagt, ich habe falsche Nummer. Ja, Digga, wenn du dran bist, so, wenn Tierster mich abends anruft, dann bin ich eher so, ja, gehe ich eher ran, als wenn Cynic mich abends anruft. So. Safe, klar, weil wir ein Battle gegeneinander schreiben. So. Achso, das war ja schon, genau. Das war zum Zeitpunkt schon. Ja. Vielen Dank. Leute, wir klären alles immer im Interview auf, keine Sorge. Ich freue mich eben auch schon, wenn du Auge auf das Battle machst, bin sehr gespannt. Mikesh, wie Cynic hat jetzt schon gesagt, er ist irgendwie 60% zufrieden mit seiner Leistung, so 40% nicht. Wie kann man das jetzt so kurz nach dem Battle schon einschätzen, so wie die eigene Leistung war, wie irgendwie das ganze Battle war? Bist du da schon in der Lage, direkt nachdem es irgendwie vorbei ist? Boah, das ist schwierig. Also ich bin, glaube ich, ziemlich zufrieden. Aber es ging mir auch darum, dass ich das sagen wollte, was ich sagen wollte und ein schönes letztes Battle habe und mich nochmal von den Leuten verabschiede. Und ich bin froh, wie es gelaufen ist. Ja, war ein geiles Battle, war eine richtig krasse Atmosphäre so. Und ich glaube, dass, ja, das, was ich mir vorgenommen hatte, hat geklappt. Aber ich muss das dann auch nochmal auf Video sehen und keine Ahnung. Aber ich bin happy, ja. Und hast du auch damit gerechnet, wie Cynic performt hat? Also hast du da dir nicht nur inhaltlich, sondern auch so von der Performance Gedanken gemacht und ist es so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, tatsächlich ziemlich. Also ich dachte, dass Cynic gegen Ende der dritten nochmal ein bisschen böser werden könnte, aber an sich
dachte ich, ja, dass er halt über Humor kommt. Ich dachte mir auch, dass er ein paar witzige Dinge bringen würde, so. Ich habe selber halt auch so ein bisschen nachgedacht, okay, was erwartet das Publikum von mir? So mein Anfang von der zweiten Runde, wo ich da sein Comedy-Programm erwähne und den Sketch mit diesem schwarzen Mädchen aus Burundi, hatte ich genau Bock, da mit der Erwartungshaltung zu brechen, so, und hat alles funktioniert. Ich bin glücklich, wie es gelaufen ist, ja. Ja, auf jeden Fall, der Scrabble-Namen zählen nicht und der Pack das Buch weg-Moment. Es waren zwei Momente von jeweils euch beiden, wo genau mit so einer Erwartung gebrochen wurde, was es halt einfach umso geiler macht. Also vielen, vielen Dank. Aber was hattest du für eine Erwartung bei diesem Pack das Buch weg? Also du meintest ja, du hattest so eine ekelhafte Erwartung. Was hast du da erwartet? Weil ich dachte mir, es kommt irgendein übelst lustiger Twist, aber du meintest, es wäre so ekelhaft, was du dir vorgestellt hattest. Ja, tatsächlich. Also ich dachte, weil davor ja auch schon relativ viel homophobes Zeug kam, so dachte ich halt, okay, es ist Fußballumkleide, der Trainer schreit dich an, es wird irgendwas kommen, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, nicht männlich genug oder was weiß ich. Also ich dachte, es kommt so eine krasser Punch Zeug. Und es kam... Nicht homophobes gesagt. Was meinst du denn? Naja, ihn einfach die ganze Zeit als schwul zu bezeichnen, einfach... Und mit der Tochter und gesagt, ja, ist okay, dass man Schwule akzeptiert. Wo ist denn das homophob? Das war nicht alles. Also so, und außerdem, abgesehen davon, Leute einfach, ohne es zu wissen, als schwul zu bezeichnen und sich drüber lustig zu machen, ist, kann man schon als homophob betiteln, würde ich sagen. Das hab ich nicht gemacht. Wir schauen es uns nochmal an, vielleicht bei deinem Auge. Also es ging schon öfter drum, auf jeden Fall, wenn ich mich recht erinnere. Klar, man kann es konkreter homophob formulieren, also so, das auf jeden Fall. Mir ging es eher um das überhaupt so zu machen. Ja, genau, das war das, was ich erwartet hatte. Ich dachte, es kommt irgendwie eine krasse Hasstirade von dem Fußballtrainer oder keine Ahnung was. Und dann kam einfach, pack das Buch weg, so, dass auch ich drüber lachen konnte. Nein, aber ich habe diese Momente sehr gefeiert bei euch beiden. Einfach, dass sehr viel mit Erwartungen gebrochen wurde. Und aber auch im positiven Sinne Erwartungen erfüllt wurden, so. Ja, der Festsaal Kreuzberg hat gebrannt, würde ich sagen. Genau das, was wir alle wollten, das, worauf irgendwie auch alle gewartet haben, habt ihr auf jeden Fall erfüllt. Mega gut. Vielen, vielen Dank. Ich weine innerlich schon die ganze Zeit Tränen, weil du schon so oft erwähnt hast, dass jetzt das letzte Battle war. Leute, macht was Krasses möglich. Ihr habt ihn gehört. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich weiß, du bist busy mit Comedy. Du hast jetzt ein paar Mal auch schon gesagt, was für eine krasse Stimmung das war und wie heftig das ist. Hast du Blut geleckt? Hat dich das angefixt? Oder steppst du jetzt erstmal wieder raus? Also ich steppe auf jeden Fall erstmal wieder raus, weil wo die sich immer das gegenseitig in den Kopf geworfen haben nach dem Motto Top-Tier, Battle of the Newcomer und so, da bin ich ja komplett raus, auf gar keinen Fall. Und ich wüsste, mir würde nichts einfallen, außer irgendwie gegen Taggy Part 3 und das soll aber auch noch dauern, wenn überhaupt. Aber mir wird nicht mal jemand einfallen. Das habe ich vergessen im Battle. Scheiße, Mann. Am Ende wollte ich noch sagen, dass Battle Rap ist halt traurig. Battle Rap ist Trauer. Battle Rap ist im Arsch, weil 7 Jahre nach dem Rematch wäre heute Bong Taggy gegen Cynic immer noch das Maß aller Dinge. So, das wollte ich halt sagen, dass das ein Scheißstatus ist, dass einfach in den 7 Jahren, bis auf ihn jetzt, aber er stand ja vor mir, keiner gekommen ist, wo man sagt, so, boah, Digga, der ist jetzt, was ist das bitte? So, das ist halt ein bisschen schade so, deswegen, mir wird einfach kein Gegner einfallen und den Stress, ich habe jetzt erstmal meine erste Solo-Tour comedy-mäßig und guck, dass die ausverkauft wird und Zusatztermine kommen, vielleicht hochverlegt wird, so wenn ich Glück habe. Und das ist auf jeden Fall erstmal genug Stress. Das heißt, es muss einfach jemand kommen, der dich reizt und dann könntest du es dir auch wieder vorstellen? Es muss einfach ein Riesen, keine Ahnung, es soll einfach jemand kommen, der mal wieder so ein krasser Name ist, Alter. Das kann doch nicht sein. Da werden wirklich teilweise, wenn so Mist-Battle-Rapper einfach hochstilisiert, weil keine anderen da sind. Und das, was ich gesagt habe, so nach dem Motto, Robscure ist hier bei euch Title-Contender, das ist 100% mein meistens Armutszeugnis. Der ist ein guter Battle-Rapper, so, aber der hat dem sein Leben genommen auf der Bühne und dann ist der hier aber trotzdem Titelanwärter, so. Wo sind die ganzen crazy Leute? Es gibt so Zweitliga, sag ich mal so, es gibt viele geile Leute, aber so wirklich, und doof so zu reden, nachdem ich da jetzt verkackt habe, aber so, ist halt so. Es fehlen einfach so Spitzenleute, es fehlen neue Leute, die krass sind, die eigen sind und das war er halt und
Wer kann danach? Einfach niemand. Ist jetzt keiner da. Also das nächste Titelmatch wird ja auf gar keinen Fall, was das scheiß Werbung ist, wird ja auf gar keinen Fall, dass man sich denkt, oh what the fuck, Alter, die beiden gegeneinander, boom, muss ich hin. Meine Meinung. Magst du vielleicht zum Abschluss nochmal, falls du das kannst, so kurz ein bisschen konkreter beschreiben, was das Krasse ist, was passieren müsste? Also geht es da auch um eine Person, die kommt, die dich reizt zu battlen, oder war das eher allgemein gesagt, so es müsste schon was krass passieren, dass ich nochmal zurückkomme? So. Nee, ich habe das schon ernst gemeint, dass das mein letztes Battle ist. Also ich meine es so, dass ich natürlich niemals nie sagen will, und wenn in 4 Jahren oder so sich irgendwas Krasses ergeben sollte, ey, keine Ahnung, aber ich, das war mein letztes Battle, so. Alles andere ist wirklich eine Überraschung, ich habe das schon so gemeint. Und es war mir eine Ehre, Alter. Es war mir auch eine Ehre, mit Cynic das zu beenden, so. Ich habe, also ich weiß noch, wie ich, glaube ich, 2015 oder so sein Taggy-Battle geguckt habe, und zu wissen, dass ich das so, 2016 war es, im Januar, glaube ich, ja. Und zu wissen, so 6 Jahre später, 7 Jahre später, den selber nochmal zu battlen bei meinem letzten Battle, krasser Karriereabschluss. Und ich bin dankbar, Mann. Es war eine geile Zeit. Und auch, es war auch eine wirklich schöne Energie heute von den Leuten. So, das war geil. Ja, danke. Nice. Ja, würdiger Abschluss, würde ich auch sagen. Und dass ich so viel nachfrage, ist auch auf jeden Fall nur als Kompliment gemeint. ey. Du hast heute noch einen Auftritt, habe ich das richtig verstanden? Du bist schon wieder eigentlich on the run. Genau, wir fahren jetzt gleich mit dem Taxi schnell rüber zur Comedy-Show auf der Friedrichstraße, und die moderiere ich dann eine Stunde und bin dann da voll lustig auf der Bühne. Ist mir voll nach, habe ich richtig Bock drauf. Aber es wird gut, ey. Ich bin da auf der Bühne. Ich glaube, ich war noch nie so unvorbereitet für eine Comedy-Show, und das ist auch mein Baby. Ich mache das seit 6, 7 Jahren, die Show. Die ist jetzt, heute ist Big Revival. Es wird ganz krank, aber ja, ich muss, glaube ich, trinken. Du musst jetzt mal in Modus kommen, auf einer Bühne irgendwie lustig, nett, witzig zu moderieren. Ja. Und ich kenne mich ja, ich weiß ganz genau, wenn ich da jetzt die Leute frage, und du, wie heißt du und wo kommst du her? Und dann fällt mir irgendwas ein, währenddessen nehme ich mir so, du hast die dritte Runde vergessen, du Spasti. Und jetzt kommt Passun Arjan. Ja, soll ich machen, Alter. Okay, es klingt so gut, dass ich am liebsten gleich mitfahren würde, um mir das anzuschauen. Euch beiden auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dieses übertrieben krasse Battle. Ich habe es mir von oben angeguckt, es war eine Wahnsinnskulisse. Die Leute sind durchgedreht, völlig zu Recht. Vielen Dank, alles Gute. Macht es jetzt nicht zu sentimental, sondern hört einfach gleich auf. Schaut euch Cynic macht Auge an, schaut euch sowieso das Pay-Per-View an, alle Pay-Per-Views. Battle habt ihr gerade gesehen, weil wir gerade beim Interview sind. Schaut es euch nochmal auf Repeat an, suchtet alles, was geht. Don't let the label label you. Mikesh, Cynic, Mayhem 5, Fester Kreuzberg. Wir sind raus.